Was geht ab, YouTube? Ihr seid wieder bei Lift You Up. Wir starten in die Session. Es standen Bankdrücken und Kniebeugen. Erst Kniebeugen, dann Bankdrücken an. Fünfte Woche, zweiter Tag, vorletzte schwere Einheit, bevor es in den Taper geht. Ich gehe entweder heute Abend gleich noch oder morgen früh noch trainieren. Das ist dann die allerletzte schwere Session. Und dann ist auch schon der Bendel. Ach ja, weil mich so viele Leute gefragt haben, denen das auch gefallen ist. Ja, das hier ist das Durex Play. Ich würde sagen, es ist neu. Das ist, glaube ich, gar nicht neu. Auf jeden Fall ist es wärmend Gleit- und Erlebnisgel für intensives Empfinden und Sinnlichkeit. Erotic. Durex, du wäsch. Come at me. Mit Kollaboration und so. Können auch gerne was vor der Kamera machen. Indem ich das Produkt vorstelle. Alles klar. Ernst beiseite. Zunächst gehe ich ganz kurz auf das Warm-up ein, weil das im Kontext der Kniebeugen eigentlich überhaupt nicht wichtig war. Aber in letzter Zeit muss ich da sagen, dass ich echt langsam bin, echt lange brauche, um in meinen Groove reinzukommen für die Kniebeugen oder generell eigentlich für so ziemlich alle Übungen. Und ich kann mich daran erinnern, dass als ich angefangen habe zu trainieren, ist eigentlich schon zu weit weg. Aber sagen wir, seit ich diesen Channel habe, kann ich mich erinnern, wie ich immer auf sehr, sehr viel Explosivität Wert gelegt habe im Training, vor allem in den Warm-ups. Und ich habe wirklich ab den ersten 60 Kilo, die ich bewegt habe, versucht, so boom, explosiv zu sein wie möglich. Und eigentlich bin ich eigentlich auch immer noch ein Verfechter dieser Idee, um eben das Nervensystem auf die bevorstehenden explosiven Bewegungen oder explosiv intendierten Bewegungen, also eine Bewegung, die man sich vornimmt, explosiv zu machen, auszuführen, auch wenn sie am Ende nicht explosiv ist, weil wenn man sich im 90%+-Bereich bewegt, wird das Gewicht sich nicht schnell bewegen, vielleicht schneller als an einem anderen Tag, aber es wird immer noch nicht mega explosiv sein. Aber sich vorzunehmen, es schnell zu bewegen, ist wichtig für die Ansteuerung. Und mittlerweile hat sich das irgendwie geändert bei mir. Ich bin sehr viel kontrollierter in den Warm-ups. Das seht ihr hier sicherlich auch. Sehr viel slow your roll, geht langsam rein. Und auch für diese Session hier habe ich brauche echt lange mittlerweile für mein Training. Aber ich nehme mir die Zeit auch gerne und dementsprechend sieht das dann meistens aus. Vor allem am Anfang habt ihr es gerade gesehen, dass ich ein wenig an meinen Knien am Rumspielen war, weil die irgendwie nicht richtig warm geworden sind. Und ich muss auch dazu sagen, dass ich die Kniewärmer ein wenig zu früh angezogen habe. Normalerweise benutze ich die erst so ab dem dritten Warm-up-Gewicht oder so, dann auch wenn ich den Gürtel das erste Mal mit implementiere. Übrigens benutze ich den Gürtel relativ früh innerhalb der Warm-ups. Normalerweise würde man wahrscheinlich sagen, okay, nehme den Gürtel hinzu ab dem vorletzten Warm-up vielleicht. Und ich mache das schon ab den 120 Kilo, weil die 120 Kilo sind so das erste Gewicht, wo es Richtung schwerer geht. Und da gewöhne ich mich ganz gerne dann schon auch bereits an den Gürtel. Auch wenn ich generell mich eigentlich dazu entschieden habe, den Gürtel in Zukunft ein wenig niedrigfrequenter zu verwenden. Nun ja, an einem Punkt habe ich auf jeden Fall die Kniewärmer nochmal ausgezogen, um die Knie erstmal so ein wenig warm zu bekommen, die Synovialflüssigkeit bzw. Gelenkflüssigkeit ein wenig anzuregen und habe dann die Kniewärmer erst wieder angezogen und dann war ich auch so langsam drin. Aber wie gesagt, ich habe mir sehr viel Zeit genommen, um überhaupt zum ersten Arbeitssatz zu kommen. Der erste Arbeitssatz stand an mit 210 Kilo und den schauen wir uns jetzt an. Track muss richtig sein. Perfekt.
Dein Trip ist egal. Zunächst mal möchte ich mich entschuldigen bei jedem, den ich eventuell die Mädels im Hintergrund oder so durch mein Rumblöcken erschrocken habe. Aber ich war einfach so geflasht, wie unglaublich einfach die waren. Es wären locker Triples drin gewesen, vielleicht sogar 4 Wiederholungen. Es war so like, damn. Aber alles klar, nehme ich natürlich mit. Dann kamen wir zum zweiten Satz, der war nicht ganz so easy, was unter anderem daran lag, dass David, den ihr gleich sehen werdet, den ich auch schon auf meinem Kanal mal im Wie wachsen Muskeln, Muskelschäden Video vorgestellt habe, er war jetzt während des Studiums so eine Art Mentor für mich, man munkelt, eine Art Vater. Und auch wenn er das niemals zugeben würde, so habe ich nun doch langsam meinen Platz als Thronfolger eingenommen und ihn von seiner Mentorenrolle erlöst. Ich danke dir vielmals, David, für die schöne Zeit, aber du hast abgedankt. Liebe geht trotzdem raus an dich, folgt ihm auf jeden Fall auf Instagram. Aber zurück zu den wichtigen Dingen. Der zweite Satz war ebenfalls easy, nicht ganz so easy wie der erste, was unter anderem lag, dass David mich vollgequatscht hat, wie ihr es gleich auch anhand meines Kommentares sehen werdet. Und das Allermieseste war, dass er irgendwann ankam, gesehen hat, wie leicht die Sätze waren und dann meinte, jetzt pack doch mal noch was drauf. 215, 220, geht locker, mach, Junge, Junge, ich bin jetzt einmal hier. Er war schon lange nicht mehr im Kraftraum. Ich bin jetzt einmal hier. Jetzt mach neuronale Aktivierung und du wirst davon profitieren. Und mit sowas darf man mit mir nicht machen. Sowas darf man mit mir nicht machen. Mein Ego ist... Wenn man mir sagt, Digga, es ist einfach, mach mehr Gewicht, dann mache ich das meistens auch. Das ist ganz doof, vor allem innerhalb eines Peaks. Aber ich bin stark geblieben. Ich habe das Gewicht so belassen. Und wie man gleich sieht, war es auch die richtige Entscheidung, denn anschließend war das Gewicht nicht mehr so leicht. Es ging immer noch locker durch, aber es wäre definitiv eine behinderte Entscheidung gewesen. Danke dir, Ex-Mentor. Es wäre definitiv eine behinderte... Was? Kraftlevel über 9000! Es wäre definitiv eine behinderte Entscheidung gewesen, das wollte ich sagen. Vor allem in Bezug auf das Bankdrücken im Anschluss. Und warum, das werdet ihr dann nach den Kniebeugen sehen. Also schauen wir uns die erstmal an und dann melde ich mich gleich wieder. Gesehen habt, war die erste Wiederholung was schöner, aber muss auch zugeben, ich habe mich gerade ein bisschen verquatscht, war nicht ganz so fokussiert, aber jetzt nach der zweiten Rap, nachdem ich gesehen habe, dass sie auch ohne so viel Fokus relativ leicht hochging, werden die nächsten jetzt besser. Du!
Hört niemals auf David. Hört niemals auf David. Ihr kennt David nicht. Aber hört nicht auf ihn. Er macht euch, bringt euch dazu dumme Sachen. Sag doch wenigstens den Leuten, dass du bei mir gelernt hast. Weißt du, dass du bei mir... Ah, ich zeig dir mal drin. So gut? Nee. Ja, was soll man dazu sagen? In den Warm-ups war das Gewicht lächerlich einfach beim Bankdrücken. Lächerlich einfach. Und es war so lächerlich einfach, dass ich ein wenig überheblich geworden bin und das Gewicht nicht mehr schnell genug bewegt habe, sondern es einfach locker rausgesqueezed habe. Und das ist dann doof, wenn man dann wirklich an ein neues PR-Gewicht geht. Und diese Session war eine PR-Session, denn... Wie ich schon im vorletzten Video gesagt habe, bisher habe ich nur einmal 150 Kilo gedrückt, auf dem Wettkampf habe ich es jeweils nicht geschafft und einmal 155 in Lüneburg und das war halt schon ein absolutes All-Out-Set. Und jetzt standen ja direkt einfach mal 5x2x150 Kilo an. Und wie ihr gesehen habt, naja, leicht war jetzt was anderes. Was mich unter anderem dazu gebracht hat, meinen Griff nochmal etwas enger zu gestalten und wie es bisher in jeder Session war, war mein Griff irgendwie am Anfang immer zu weit, weil ich mich eigentlich mittlerweile damit sehr wohl fühle und ich habe ihn bislang immer dann irgendwie ab dem zweiten oder dritten Satz nochmal enger gestaltet, weil ich dann doch am Ende jemand bin, der relativ Trizeps-dominant drückt, wenn man das denn so kategorisieren möchte. Und so viel enger war es jetzt auch nicht, das ist immer noch breiter, als es mein Griff früher war und das sieht man, denke ich, auch und die Unterarme sind sehr schön unter dem Handgelenk fixiert, das ist alles in Ordnung. Und ich muss mal schauen, wie weit ich dann letztendlich greife, wenn ich im Wettkampf bin. Das werde ich sicherlich auch vom ersten Versuch abhängig machen. Aber viel wichtiger ist der Punkt hier, dass ihr jetzt auch in den letzten Sätzen sehen werdet, die ich jetzt auch einfach durchlaufen lassen werde, dass ich die Pause extrem kurz gestaltet habe. Im Grunde gab es keine Pause mehr. Was einfach daran lag, dass ich mich so sehr pushen musste, und das Gewicht so schwer war, dass es nicht geklappt hätte, wenn ich die Pause länger als eine Sekunde geschaltet hätte. Das ist wahrscheinlich nicht mal eine Sekunde. Aber jeder, der weiß, oder jeder, der weiß, wie es sich anfühlt, pausiertes Bankdrücken zu machen oder es generell schon mal gemacht hat, der weiß,
dass sich die Pause auf der Brust für einen selbst deutlich länger anfühlt, als es im Video letztendlich zu sehen ist. Und selbst hier bei diesen Mini-Päuschen, in denen der Intent, also die Zielsetzung, die Pause zu machen, auf jeden Fall immer noch da war, aber ich die Pause eben extrem kurz gehalten habe, da sieht es natürlich so aus, als würde ich direkt wieder hochgehen. Habe ich jetzt soweit mit gelebt, denn ich wollte die Gewichte einfach schaffen und ich habe schon mal in einem Video gesagt, für den Wettkampf sollte das nicht allzu problematisch sein, dann für eine Rep auch eine längere Pause zu gestalten. Das hat bisher immer funktioniert. Insofern mache ich mir da keine Sorgen, ob es dann 100, also 150 werden safe, müssen safe klappen. 155 wäre cool, sollte eigentlich hinhauen. Ich werde die 150 auf jeden Fall im zweiten Versuch machen und mit 140 den ersten safe sichern. Und wenn 160 klappen, dann wäre es natürlich super nice, aber das wird sicherlich auch ein wenig von der Pause abhängig und abhängig sein von dem, was mir die Warm-Ups dann letztendlich bieten. Jetzt habe ich so lange gequatscht. Wir schauen uns noch den Rest der Sätze an und dann bin ich auch schon wieder raus. Genießt es, viel Spaß damit. Wir sehen uns im nächsten Video. Das wird dann die letzte schwere Einheit vor dem Taper sein. Und den Taper selbst werde ich wahrscheinlich in einem Video abhandeln, weil da 70% Gewichte braucht man jetzt nicht in drei verschiedenen Videos zu zeigen. Also bis zum nächsten Video. Vielen Dank fürs Schauen. Hit that like button, share that shit, do whatever with it. Und haut auf jeden Fall mal ein paar Sachen in die Kommentare, weil der YouTube-Algorithmus ist ein bisschen behindert im Moment. Und irgendwie kriegen nur noch Videos, Klicks, die, auf denen einfach mehr Interaktion stattfindet. Also sagt mir, was ihr vom Video haltet. Und ihr wisst, ich antworte sowieso auf jeden Kommentar. Also ballert was rein. Wir sehen uns. Abonnieren und mutieren. Peace. Thank you.
Ugh.